Ich begrüße euch heute zu meinem neuen Video. Heute mache ich eine Knoblauchsuppe auf Weißbrotbasis. Ich nehme natürlich meine Knoblauchpaste und brauche Zwiebel zum Ansetzen und Butter. Genau, also ich schneide mal die Zwiebeln grob zusammen, da die Suppe ja so oder so anschließend gemixt wird. Da ist es nicht so extrem wichtig, dass das so genau geschnitten wird. Ja. Fangen wir mal an. Zwiebeln habe ich schon wieder vorgeschält. Und zu der Knoblauchsuppe mache ich Croutons. Die schwenke ich dann auch in Butter an mit etwas Knoblauchpaste, dass die auch ein bisschen einen Knoblauchgeschmack bekommen. Aber das zeige ich euch dann noch alles, wie ich das genau mache. Das ist eben auch wieder eine Suppe, die mache ich zu Weihnachten. Die kann man auch gut vormachen und eben einfrieren. Genau, so. Dann habe ich meine Zwiebel geschnitten und mache gleich weiter mit dem Brot. Das Brot schneide ich eben dann auch einfach grob zusammen. Ich nehme natürlich wieder Butter zum Anschwenken, wegen dem Geschmack auch. Also ich finde das eben besser zum Ansetzen, weil die Butter ja auch ein Geschmacksträger ist. Also da ist schon eben der Buttergeschmack und das ist eben, finde ich, sehr lecker. Ich gieße das Ganze dann mit gut 2 Liter Gemüse vorauf und ungefähr 1 Liter Sahne gebe ich da hinzu. Muss dann schauen, bis so eine Menge erreicht, ob es zu dick ist oder nicht. Dann gebe ich jetzt etwas Süßigkeit noch hinzu, also dann eher Gemüsefond bzw. Wasser, je nach Geschmack. Okay, gut, dann haben wir mal alles geschnitten. Ablöschen tue ich dann nachher wieder mit Weißwein. Dann beginnen wir mal. So, ich werde eben hier die Butter etwas kleiner schneiden. Das sind jetzt in etwa 100 Gramm Butter. Die bringe ich jetzt zu schmelzen. Dann habe ich hier schon eine 2 Liter Gemüsefond. Und meine Sahne habe ich auch schon vorbereitet. Also einfach wieder eine kleine Mise en place gemacht. So, dass ich alles, was ich brauche, da habe. Würzen tue ich ganz normal mit Salz, Pfeffer und Muskat. Ich werde die Butter jetzt leicht anbräunen. Da bekommt sie einen nussigen Geschmack. In einem späteren Video werde ich mal zeigen, wie man Nussbutter macht. Ist auch sehr interessant und gut zu Spätzle eben. Spätzle werde ich auch mal machen. Zu Käsespätzle. Ich hoffe, man sieht es jetzt. Also die Butter, die sieht schon leicht Farbe. Probieren wir mal, dass man es besser sieht. Die sieht schon leicht gebräunt. Eben ab diesem Zeitpunkt bekommt sie den nussigen Geschmack. Jetzt geben wir da die Zwiebel hinein. Und einiges an Knoblauch. Da wird eine Knoblauchsuppe. Dreh den Ofen ein bisschen zurück.
und dann gleich das Brot hinzu. Das saugt sich jetzt eben voll mit dem, mit der Butter, mit dem Knoblauch. Das rösten wir dann kurz an. Dann geben wir den Rest noch hinzu. Das sind jetzt ungefähr gut 700 Gramm Weißbrot oder Toastbrot, wie ihr es nennen wollt. Ich habe eben ganz normal Toastbrot gekauft. Dann wieder ein bisschen hoch. Da gebe ich jetzt dann gleich noch ein bisschen Salz hinzu. Nicht zu viel, kann man dann nachher noch dazugeben. Etwas Pfeffer und etwas Muskat. Dann lösche ich das Ganze ab. Man merkt sehr gleich, das Brot saugt sich auch gleich voll mit dem Weißwein. Einfach wieder kurz anrösten, dass eben der Alkohol verdampft. Und dann gebe ich mein Gemüse vor hinzu. In 2 Liter. Da muss ich eben schauen, bis zum Knoblauchgeschmack später ist. Jetzt gebe ich einfach noch ein bisschen Knoblauchpaste hinzu und lasse es dann einfach wieder ein bisschen kochen. So, dann gebe ich gleich noch die Sahne auch hinzu zum Kochen. Das Ganze muss jetzt natürlich nicht ewig kochen, nur dass die Zwiebel etwas weicher wird zum Pürieren. Das ist jetzt sehr viel Suppe, aber die brauchen wir. Und falls wirklich zu viel wäre bei euch oder ihr macht weniger, ihr könnt die genauso gut jetzt sagen, ihr kocht die auf, also ihr kocht die vor und friert die dann portionsweise ein. Also wenn ihr 3-4 Leute seid oder so, dann könnt ihr die genauso gut vorkochen und dann portionsweise eben einfrieren. Und genau, das Ganze lasse ich jetzt aufkochen. Währenddessen, ich mache eben dann später zu der Suppe, die mache ich jetzt gleich hinzu, die mache ich halt dann wirklich frisch. Da schneide ich mir nur den Rand runter für meine Knoblauchcroutons. Die Randstücke kann ich gleich noch zur Suppe hinzugeben. Und da schneide ich mir dann schöne Würfel raus. Also das sind dann die Würfel, die brate ich dann goldbraun mit Butter und ein bisschen Knoblauchpaste an. So, jetzt schauen wir, dass das dann kocht. Das lasse ich dann ungefähr, sage ich mal, eine halbe Stunde kochen. Und dann muss ich es nur noch pürieren und natürlich dann am Schluss abschmecken. Und dann ist die Suppe im Großen und Ganzen schon fertig. Also das ist eigentlich eine sehr, sehr schnelle Suppe.
Wenn ihr keine Knoblauchpaste habt, ihr könnt genauso gut frischen Knoblauch hinzugeben. Genau, dann müsst ihr einfach den frischen Knoblauch einfach so mit anbraten. Das Ganze auch wieder ungefähr eine halbe Stunde kochen und dann pürieren. Und genau, also das ist dann eigentlich die Knoblauchsuppe schon fertig. Und ich melde mich wieder, wenn ich es mix, beziehungsweise wenn ich die Brotcroutons dann anbrate. So, beginnen wir nebenbei gleich mit den Croutons. Ich habe mir eben hier eine Schüssel vorbereitet. Da gebe ich die Croutons dann wieder rein. Hier habe ich meine Croutons. Dann schmelze ich hier Butter. In die Butter gebe ich dann gleich etwas Knoblauch, also nicht zu viel, wirklich nur dezent einen kleinen Hauch Knoblauch. Wer jetzt hier frischen Knoblauch hat, einfach den Knoblauch so 2-3 Zehen nehmen, halbieren und in die Butter legen. Und einfach mit der Butter etwas anrösten und dann die Croutons hinzu, da die Butter den Geschmack des Knoblauchs annimmt. Und ihr könnt den Knoblauch nachher wieder rausgeben. Ich brauche jetzt hier wirklich nur dezent Knoblauch. Schaue ich eben, dass ich das ganz kurz etwas anröste. Dann habe ich hier schon so eine Art Knoblauchbutter. Und in die Butter gebe ich dann meine Croutons. Nebenbei kocht noch meine Suppe, also da müsst ihr aufpassen, dass die euch nicht anbrennt. Das ist natürlich so eine Suppe sehr gefährlich wegen dem Brot. Einfach immer wieder gut durchrühren, dass die nicht absetzt und anbrennt. Sonst habt ihr den verbrannten Geschmack in der Suppe. Da werde ich dann noch ein bisschen Flüssigkeit brauchen. Die lasse ich jetzt goldbraun anbraten. Sehen Sie eh schon leicht Farbe. Merkt man schon gut, man riecht es auch gut, also mit dem leichten Knoblauch. Jetzt gebe ich dann noch ein bisschen Knoblauchöl hinzu. Also wirklich nur das Öl von der Knoblauchpaste etwas abschöpfen. Da braucht ihr dann kein Salz, kein Pfeffer, gar nichts, also wirklich nur die reinen Croutons mit etwas Knoblauch. Bekommen Sie schon eine schöne Farbe, also was man es hier sieht, bekomme ich eine schöne goldbraune Farbe.
Und die passen eben hervorragend zu der Suppe. Ein bisschen lasse ich sie noch und dann tue ich sie weg. Einfach wirklich nur in die Schüssel und dann nachher zur Suppe hinzu. Und ja. Aber das zeige ich euch dann eh wieder im Schluss. So, Croutons sind fertig. Die gebe ich jetzt in meine Schüssel. Ofen noch ausmachen. So, die könnt ihr auch so an den Tisch dann stellen, wenn ihr mehr macht. Und da kann sich dann jeder nehmen, so viel er will. Und ich melde mich wieder, wenn ich die Suppe mixe. Die Suppe ist fertig und jetzt werden wir sie mixen. Jetzt ist die Suppe fertig gemixt. Jetzt werden wir sie mal kurz probieren und mal schauen, wie sie eben schmeckt. Ja, ist schon sehr gut. Ich gebe aber noch etwas Knoblauch hinzu. Ist nur ein bisschen zu wenig. Aber Salz und so brauche ich nichts mehr. Also wirklich nur noch etwas Knoblauch. Und dann ist die Suppe fertig. Ich zeige es euch dann, wenn es angerichtet ist. Und wünsche jetzt schon mal guten Appetit.